Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, wir haben einiges geschafft mittlerweile. Unsere Stadt hat eine dementsprechende Größe erreicht. Klar, wir haben jetzt hier nicht wirklich jedes Eck ausgenutzt, aber wir haben hier eine ordentliche City aufgebaut. Das habe ich oft im Sing, wenn ich alleine gespielt habe, nicht geschafft, weil ich einfach dann irgendwann keine Geduld mehr hatte. Aber ich habe es durchgezogen, ich bin stolz drauf. Unser Verkehr hat sich dementsprechend wieder nur auf eine Lane bezogen. Aber hat er sich verbessert? Oh ja, okay. Ich wollte gerade sagen, oh ja, um einiges. Fuck that shit. Mal, kann es sein, dass dieser Verkehr hier steht, weil ich hier eine Ampel eingebaut habe, die nie wechselt? Warte mal, Ampel. So. So, jetzt sind sie dran. Ich hätte vielleicht dort mal länger eine Ampel einbauen sollen. Hupsi! Das Teil hier sollte ja ordentlich Profit mittlerweile abgeben. Die haben wir noch 7000. Obwohl wir mehr Rohholz produzieren, als sie eigentlich bräuchten, ne? Aber irgendwie sind wir da nicht unbedingt... Ja, Der Verkehr staut sich halt, weil sie sich... Das ist wieder schade, dass die KI dann hier nicht sagt, okay, hier muss ich mich dort anstellen, wo am wenigsten los ist. Wahrscheinlich, ich habe ja hier noch nicht mal Regeln gegeben, wie sie sich einreihen sollen. Aber wir können ja mal schauen, unter Finanzen, wie viel uns jetzt zum Beispiel die Punkte ja einbringen. Müsste ja unter Verkehr gleich für Auto stehen, oder? Oder unter was steht denn das? Straße? Wir machen hiermit 400 plus. Eigentlich könnten wir den Preis einfach steigern. Wir setzen es aufs Doppelte einfach, müsste das hier sein, ja. Wir setzen den Preis aufs Doppelte. Entweder die nutzen die Umfahrung jetzt oder die zahlen halt dementsprechend den Preis. So würde ich es einfach mal sehen, ne? Weil, hey, das ist... Unsere Autobahn, dafür müssen wir zahlen. Und jetzt sind wir bei 600 schon. Einem aus dem Mod. Tourismus, was? Der Tourismus bringt so viel ein? What? Ja, ist klar, dass die Flugzeuge mir keinen Profit geben werden. Genauso wenig wie die Züge. Die Züge machen uns richtig arm. U-Bahn lustigerweise auch. Wieso haben wir im Nahverkehr absolut keine Einnahmen? Habe ich da irgendwas eingestellt? Aber jetzt mal hier ernsthaft, wir machen hier... Oh, eigentlich müssen wir voll Profit machen, oder? Hä? Selbst die Busse sind ja jetzt nicht schlecht besetzt. Aber nach dem Teil machen wir absolut null Profit mit... Vielleicht haben wir Profit mit Flughaie erzeugen und allem, aber... Mit dem Rest nicht. Habe ich irgendwas bei unseren Stadtgebieten eingestellt? Ich sehe da was, was mir gar nicht gefällt. Kommt schon, kommt alle her. War klar, dass ich sowas mache, ne? Wo ist das? Kostenloses WLAN wäre mir wurscht, aber wo ist es mit den Bussen? Kostenloser Fernverkehr? Nee. Kostet wöchentlich 10% rum. Was ist denn das für ein komisches Ding dann? Stationssicher. Ach so, sind das dann bestimmte Sachen oder was? Das hat damit gar nichts zu tun. Ich hätte gesagt, das wäre so, weil er halt frei. Ich check's einfach nicht. Aus irgendeinem Grund sind die hier auch nicht zufrieden, weil sie nicht genügend Rohstoffe kriegen. Ich würde mal sagen, wir machen hier irgendwo noch ein Gewerbegebiet hin.
Wir könnten eigentlich hier noch ein bisschen Gewerbe machen oder so halt. In dem Fall jetzt nicht wirklich Gewerbe, sondern halt, wie soll man sagen? Wie heißt es denn so? Technologiegebäude. Technogebäude. Ne, das bringt jetzt dann hier wenig. Aber rein theoretisch könnte man hier jetzt noch sagen, okay, man nutzt den restlichen Space hier noch aus. Schaltet hier noch eine Straße rein. Um halt wirklich jeden Space auszunutzen, den man hat. Untergräbt das alles noch mit Wasserzufuhr. So dass alle Gebäude hier Wasser kriegen am Ende. So. Wir machen die auch noch voll, dann ist hier alles fast versorgt. Und dann geben wir jetzt hier dieses Hightech. Das müsste ja, glaube ich. Ah ne, das ist Industrie, ne? Das ist Industrie. Hupsi. Dann gibt es hier außenrum halt davon ein bisschen was. Davon profitiert die Umgebung. Wegen Mehreinnahmen. Eigentlich will ich einfach nur so viel Platz, wie hier drin noch ist, verschwenden. Um weniger auslagern zu müssen. Eigentlich der ganze Grund. Leute, benutzt ihr eigentlich den Zug hier? Oder ist die Zuglinie hier eigentlich komplett sinnlos? Also, die jammern hier halt alle rum, nicht genügend Rohstoffe. LKWs das Gebäude erreichen können. Es kann jeder LKW dieses Gebäude erreichen. Sonst wären die anderen ja nicht happy. Also meine Gebiete werden ja nicht umsonst hier belebt sein, oder? Meckert der an mir rum? Ich glaub's ja, jetzt hackt's. Jetzt schauen wir mal, wie sich das hier dann entlastet. Oder ob sich das überhaupt entlasten lässt. Also die Autobahn ist hier relativ ruhig mittlerweile, habe ich das Gefühl. Auch hier ist mittlerweile... Ja, hier ist halt dieser typische... Ich muss wechseln, ich muss Spur wechseln, Stau. Aber der ist ja mittlerweile normal. Hier staut sich es halt dauernd. Das ist ja mittlerweile normal. Haben wir wieder. Ist das mit Absicht, dass ich schon wieder hier überall Ampeln habe? Oder ist das wieder so. Wir brauchen Ampeln, weil. Es geht ja nicht anders. Weil das könnte 24/7 die ganze Zeit so schon rollen. Dann machen wir das hier wieder so. Dass nur eine Linksabbiegerspur ist. Das ist genauso wieder nur eine Linksabbiegerspur. Und das hier ebenfalls. So. Und sollte das schon mal ein bisschen flüssiger werden? Ja, schaut doch ganz passabel aus. Ganz passabel. Oh. Wie läuft es jetzt hier? Weil da wird ja kaum die Feuerwehr hochfahren, oder? Oder etwa doch? Feuerwehr wäre ja dort vor Ort. Ah ne, die warten einfach, bis es abgefackelt ist, um es neu aufzubauen in dem Fall. Ah, lass mal abfackeln, ist wurscht. Oder haben wir keine Überwachung in dem Bereich? Doch, haben wir sogar extra aufgebaut. Hm. Hier tun wir nochmal ein Zentrum einbauen, das wäre vielleicht gar nicht doof. Also sind sie quasi Epizentren.
Und immerhin sind hier viele von uns wichtige Gebäude, die geschützt werden sollten, eventuell. So. Dann ist jetzt hier mittlerweile eigentlich alles unter Schutzkontrolle. Also halt alles, die Autobahn kann ja nicht abfackeln, das ist ja wurscht. Aber alles um die Gebäude herum, weil wenn die Gebäude abfackeln, dann ist das nicht so praktisch. Ach, guck, hier hätten wir zum Beispiel noch einen Fall. Lass mal hier eins anbringen, damit die hier die Feuer entdecken. Ne? Da kommen die ganzen schon angefahren, so. Wie, was du dir von so einem Nationalpark bitte schon denkst, wenn am einen Tag dreimal Notfallhelikopter landet? Besucher letzte Woche 10, Touristen letzte Woche, Achso, 14 also insgesamt. So, hier fackelt jetzt ein ganzer Stadtteil. Ja, okay, da kommt auch dementsprechend was. Leute, da brennt noch ein Haus. Das ist denen jetzt wurscht, oder? Hä? Ah, nee, da ist der Nächste, der dafür zuständig ist. Und kühlt das Gebäude schon wieder herunter. Perfekt. Und ich glaube, ich darf hier drüben wieder den Einsatzleitern sagen, yo, ihr dürft wieder Zelte bauen. Alles super. Hier drüben auch? Nee. Aber jetzt scheint sich der Verkehr echt beruhigt zu haben. Also, es ist nur noch bis dahin halt Stau. Das liegt an der Mauer in dem Fall. Weil die einfach zu doof sind, zu sagen, hey, yo, ich wechsle mal auf die andere. Weil das ist die Raymond-Autobahn. Vorfahrtsstrahl. Ne, warte mal. Ich will eigentlich nur gucken, wie hier der Verkehr normalerweise ist. Die geht bis da vorne sozusagen. Das ist die Raymonds Autobahn. Und die kreuzt sich hier mit der Sebastian Thompson Autobahn. Das ist das Inntal-Dreieck. Da haben wir noch Kreuzungen und Routen. Ach du Heiliger. Da siehst du, wo überall die Verkehrsleitungen hingehen. Das sind die Privatfahrzeuge bloß. Dann tun wir mal die Privatfahrzeuge und machen nur sehen, wo die LKWs hinfahren. Dahin, um hier abzuliefern. Von hier in die verschiedenen Ortschaften. Aber ansonsten geht natürlich von der Raymond auf. Hier einiges rüber. Und hier teilt sich's auf. Nee, geht auf die Auto. Geht dann hier auf die Autobahn und geht nach hier hinten alle Teile rein. Ist natürlich auch interessant zu sehen, wie das eigentlich alles läuft. Eigentlich müsste man so mal so ein Haus, so ein Hochhaus hier nehmen. Und dann hier Verkehr. Alles wieder aktivieren. Die gehen sogar zu Fuß hier rüber. Und der kommt gerade von da nach Hause. Da kommt auch einer gerade nach Hause. Und hier fährt einer mit dem Auto über die Autobahn. Irgendwie. Der macht einen Ausflug über die Autobahn oder so. Stadionmäßig. Gibt's eigentlich gerade nicht. Oh, wir haben schon zweites Spiel gewonnen. Hä? Das lohnt sich. Das Gebäude lohnt sich. Wie wär's denn noch? Wir haben doch hier bestimmt noch viel mehr Monumentische. Was ist das denn? Der Verkehrspark, der passt zu unserer Stadt. Der kommt auch noch hier hin. Der Wintermarkt. Der kriegt hier auch noch ein Plätzchen. Der Wintermarkt, das ist zwar nicht Winter, aber es ist der Wintermarkt, ne? Monumentgebäude haben wir schon gebaut. Irgendwas Riesiges will ich noch bauen eigentlich.
Pyramide der Sicherheit ist auch nicht groß. Kathedrale des Wohlstands. Was ist das? MA Modern Art. Alter, der Zentralpark ist groß. Holla. Wo soll man den denn bitte schön anbauen? Ich wollte was Großes, aber was eher in die Höhe schießendes. Genau, sowas zum Beispiel, was ich jetzt hier noch hinbauen kann. Was habe ich denn jetzt da gebaut? Turm der hohen Zinsen. Das Wissenschaftszentrum. Wo könnte man das noch hinklatschen? Hier in den Schulbezirk. Was ist das? Der Beobachtungsturm. Ui. Der macht aber wieder Lärm, ne? Das gefällt den Leuten nicht. Der kommt hier hin. Es soll alles so ein bisschen noch mehr von den Spezialsachen bekommen. Und eigentlich nur, weil wir es können auch. Wir haben die Mittel dazu, sowas zu machen. So. Du kommst hier hin. Jetzt müssen wir kurz gucken, ob der Strom eh noch da ist. Ja, ist noch da. Jetzt haben wir hier die verschiedensten Gebäude platziert. Vor allem, die sind irgendwann eh hier mitten in der Stadt eingebaut. Das ist ja hier... Das ist eh schon voll dabei. Schau, wie viel die jetzt kriegen. Das hier, Turm der hohen Zinsen, ist ein Bürogebäude, steht hier auch. Das fällt nicht mal wirklich... Es ist halt das höchste Gebäude aktuell, aber es fällt nicht so extrem auf, wie ich es mir vorgestellt hätte. Das sind so die kleineren Sachen hier, so ein Verkehrspark. Da dürfen wahrscheinlich die Kinder so lernen, wie man fährt. Und hier, ja, da ist es Wintermarkt. Der hat so sicher noch nicht... Oh, da sind sogar Besucher. Aber Leute, das würde ich sagen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!